Also die Gesamtsituation sieht ja so aus, dass wir den jetzt hier eingeliefert bekommen haben, ja. Und das wollen wir noch in Ordnung bringen. Wir checken als erstes mal, was heute noch so geht. Ah, habe ich schon mal gesehen. Bitte? Ekelhaft. Ja. Was hat denn der da in der Nase? Können wir das mal bitte entfernen? Pinzette? Wir haben das jetzt ohne Pinzette gemacht. Dürfen wir das? So kaputt wie der ist. Nein. Schnell zurückmachen und dann mit der Pinzette. Wir gehen streng nach Protokoll vor. Also, wir ziehen das Ding jetzt hier aus der Nase raus. Entschuldigung. Hier, Professor Kirsch, machen Sie das mal. Ja. Puls, wie ist der Puls? Bei mir recht schwach. Ja, das ist ja nicht schlecht, ne? Ich glaube, dann kriegen wir den schon noch unter die Erde. Und vielleicht mal so ein bisschen Helium in die Venen spritzen. Können Sie das mal bitte organisieren hier? Professor Kirsch! Können wir nicht zuhören? Das ist ja mal eine gute Idee. Aber später vielleicht. Weil. Ist ja noch alles ganz in Ordnung. Ich glaube, wir müssen etwas mehr Druck aufbauen. Mehr Druck. So. Können Sie mal überprüfen, auf was seine Prozessorauslastung ist? Ja, noch ein bisschen hoch, oder? Ein bisschen. Volle Kanne. Volle. Das ist ja hervorragend. So. Frau Vorrangend, ich finde ja, dass seine Ausdünstungen ganz schön benebeln. Glaube ich, möchte eine Zigarette rauchen. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt mal versuchen, irgendwie die Bauchdecke zu öffnen, sonst kommen wir heute überhaupt nicht mehr zum Feierabend. Das macht eigentlich das Unterhaltungsprogramm. Mal irgendwie das übliche Besteck und dann raus mit dem Zeug da, oder? Ja, vielleicht ist er ja Raucher, ne? Immer rein hier. So. Können Sie mir das mal aufhalten vielleicht? Kulture Kommun. C-B. Ja, das ist gut. Ja, hier, das geben wir mal dem Patienten. Hammer. Könnten Sie noch mal irgendwie Temperatur messen vielleicht? Aber selbstverständlich. Messen wir eigentlich nicht sonst immer im Anus? Hat der überhaupt einen Anus? Ich glaube, halb Mensch und halb Roboter. Die nannten sich früher auch Cyborg. Veraltetes Betriebssystem, unreine Haut, komische Frisur, aber durchaus erregende Nasenhaare. Naja, die können wir uns ja später noch rausziehen. Kann man ja mal auch wieder woanders hin transplantieren. Lecker Tröpfchen. H2O, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, wir sollten mal versuchen, ihn wiederzubeleben, wa? Vielleicht sollten wir mal versuchen, ihn aufschneiden, um zu gucken, ob er noch reagiert. Ach, das ist ja auch nicht schlecht, wa? Da kann man ja auch mute mit popeln. Wir könnten ja auch mal versuchen, hier diese Hirnmasse da mal versuchen, so abzuschaben. Vielleicht bringt das uns ja irgendwie weiter. Ja, Schwester, können Sie hier mal mithelfen? Wir bräuchten hier vielleicht noch eine Pinzette, um diese Zeugs hier rauszuziehen. Sehr schön. Ja, dass Sie mal hier diese komischen Dinger hier abnehmen. Ja, das ist. Und ich sag Ihnen, diese Materie funktioniert auch nicht mehr. Das sehen Sie sehr deutlich daran, dass Sie sich hier. Was haben wir denn da?
Ja, können Sie vielleicht ein bisschen Gegendruck? Ja, sehr gut. Und dann können wir den nicht so abziehen. Ja, ja. Ja, sehr schön. Danke. Sie haben die Heliumbasis angeschlossen. Das ist ja super, super. Vielleicht sollten wir noch mal gucken, was das Unterhaltungsprogramm überhaupt macht. Sender 2, Sender 3. Hallo? Die nächste hier, ne? Ist klar. Ah. Zündisch zu gebrauchen. Mir ist so ein bisschen unklar, was wir machen. Was macht man in so einem Fall? Zündet man sich erstmal ein Kippchen an, ne? Und überdenkt die Gesamtsituation. Oh, wir könnten ihm noch eine Augenkappe aufsetzen. Ist ja auch leer, ist ja nicht mehr drin. Können Sie mal nachfüllen, bitte? Ja. Tendenziell müsste jetzt seine Körpertemperatur steigen. Wie sieht das aus? Körpertemperatur messen. Na, sieht doch ganz gut aus. Den haben wir doch gleich über den Jordan geschafft. Ja, machen wir hier nochmal Wiederbelebungssituation. Mal hier irgendwie diese kleinen. Ja, super, Professor Kirsch wieder am Start. Jo, ich zähl mal rückwärts, wa? 5, 4, 2, 1, 0. Ach. Machen wir nochmal, wa? Rese nochmal. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gut, ich glaube, das hilft alles nicht mehr. Ist ja dann auch bald Feierabend, ne? War jetzt nicht so, dass wir ja die ganze Nacht hier im Science Ring auf der Seabase abhängen wollen. Wir wollen ja noch in den Kulturring und ein bisschen feiern.